Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Wir suchen jetzt einfach die restlichen Dinger. Obwohl? Also die restlichen, was sind denn das? Mikrofonstationen, glaube ich, sind das, ne? Ja, ich glaube irgendwie so. Nachdem wir hier überall hochgehüpft sind. Hupa! Hupa! Haja, ha, hoch heißt denn nur, hä? Das war close. Das können wir irgendwie runter. Können wir es runterschießen? Indem wir das da oben aufschießen oder so? Nee. Ich hätte es geschätzt, uns irgendwie an die Ketten hängen, aber. Das hätte uns unser Überlebensinstinkt angezeigt. Erstmal das hier holen. Dann hier noch was holen. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Wahrscheinlich, ja. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Was steht denn da? Poini? Poini oder so, ne? Poini. Irgendwie sowas. Steht da, glaube ich. Russisch lesen kann ich. Nur nicht so. Ich weiß nicht, war das ein O? Ich habe keine Ahnung. Ich kann Russisch lesen, ich kann es nur nicht übersetzen mehr. Halbautomatische Pistole, Teil 4, 3 von 4 gefunden, okay. Ich schätze, dann finden wir hier in dem Gebiet auch noch Teil 5. Teil 4. Was ist hier denn? Achso, oh nein! Oder? Okay, Moment. Wo sind die ganzen Dinger? Da sind zwei und da. Ah, okay, ich bin sogar auf dem Weg zu einem. Okay. Ist gar nicht mal so bad. Würde ich jetzt mal sagen. Kletter hoch, genau. Noch die Feder einsammeln. Währenddessen noch ein paar Pfeile herstellen. Alter, wo sind wir hier denn? Okay, hier. Können wir. Ach, Kletterachs nutzen, okay. Kletteraxt. Yeah. Oh, verdammt. Ich hoffe, ich hab nicht übersteuert, Alter. Das hat mich in dem einen Part übel abgefuckt. Ich glaube, das ist von Isaac. Und in 60 Seconds. Heute der Part. Habe ich am Anfang ein bisschen übersteuert. Das war ein bisschen scheiße. Da oben muss ich hoch, okay. Und rüber. Okay. Oh Gott, ich hoffe, ich übersteuere nicht, ohne Witz. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Mein Mischpult zeigt nichts an, eigentlich. Bam. 3 von 5 zerstört, sehr geil. Wo heulen diese Wölfe? Sehe ich von hier vielleicht was? Ha. Da oben ist bestimmt auch noch irgendwas Cooles. Da kann man später auch noch rein. Ha. Da hinten ist ein Höhleneingang, glaube ich. Oder? Sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Okay, ich glaube, da ist nichts. Gucken wir einfach. Da ist noch einer, okay. Dein Ernst? Da ist ein Höhleneingang. Oh, nice. Herausforderung abgeschlossen ins Dunkle. Okay, cool. Alter, was sind das denn hier für Höhlen? Oh mein Gott. Das Erz. Erz. Gib mir das Erz. Aber hier können wir nicht weiter. Okay. Ja, wir müssen hier. Oder müssten hier nochmal hin, wenn wir. Oh, Pilze. Ah, wir sind voll mit Pilzen, okay. Wenn wir mehr Items haben. Bestimmte Items haben.
Da müssen wir nochmal hin. Kannst du mal... Lara? Danke. Okay, der letzte ist da hinten. Okay. Ich denke mal, wir müssen... Oh, warte mal. Können wir uns hier vielleicht einfach nur hochhangeln? Zieh dich hoch. Wie? Wieso konnte Lara denn da nicht hinspringen gerade? Okay. Das ist komisch, aber okay. Ich akzeptiere es so. Der letzte ist dort, okay. Und... kaputt machen. Sehr geil. Was haben wir hier denn noch so? Da ist noch was, da oben ist noch ein Nest. Kehren Sie zum verbliebenen General zurück. Ja, habe ich vor. Das noch mitnehmen. Uns hier nochmal hinsetzen. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Ja. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Oh. Das ist schön, das nehme ich. Mehr Aufladezeit. Ist immer sehr gut. Immer sehr gut. Ja gut, hier haben wir nichts leider. Können wir nichts upgraden. Ah, hier können wir was upgraden, okay. Munitionskapazität, Rückschussstabilität, Schussfrequenz, Schaden. Das sind die, warte mal, das sind die drei, die ich gleichzeitig upgraden kann, alle, ne? Oder die das gleiche, ja, die gleichen Upgrades haben, genau, also das hier auch noch, glaube ich, oder? Ja, genau. Aber die hier nicht mehr, ne? Die haben selber nochmal zwei Upgrades. Drei Upgrades, meine ich. Dreimal die gleiche, ne? Beide, okay. Gut, aber ich benutze diese Waffe hier weiterhin und ich glaube, ich nehme Schaden erhöht oder Schussfrequenz. Wie viel habe ich denn? 14. 14 davon. Ah. Ja, komm, wir nehmen Schussfrequenz. Wir erhöhen die Schussfrequenz. Da hinten ist der Typ, ne? Ja. Okay, wir gehen einfach runter. Okay, wir gehen nicht einfach runter. Ich glaube, ich gehe hier... Ich muss hier, glaube ich, eh lang, oder? Ja, ich muss da eh lang. Zack, hier runter. Das sind Pilze, die brauche ich nicht einsammeln. Njaum. Einfach runterrennen. Einfach runterrennen zu diesem Typen. Optionale Herausforderung. Ja, die haben wir schon abgeschlossen. Das Grab da oben. Hatten wir schon gemacht. Hier lang. Hier außen rum. Und zu dem Typen runtergehen. Der irgendwo hier chillt. Ach, da oben. Hallo. Sah eben aus wie eine Treppe, die ich hier hochgehen kann. Okay. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Mhm. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Yeah. Haben wir den jetzt für immer? Ich hoffe ja, Alter. Ja, wir haben ihn für immer, okay.
Pistole freigeschaltet. Nice. Aber das ist nicht die... Ach doch, ist das die richtige? Halbautomatisch, ja. Hat auch die gleichen Upgrades. Wie schießt die? Ah. Die andere... War lauter wahrscheinlich, ne? Erstmal. Mondschatten. Sieht halt cooler aus, ne? Und klingt auch cooler. Ich glaube, ich bleib beim Mondschatten. Ja. Ich bleib beim Mondschatten. So, war da oben was oder wo war das? War das in der Höhle? Nee, ne? Ich glaube, in der Höhle war es nicht. War das hier? Nee, hier war es auch nicht. Was? Da oben? Irgendwo hatten wir noch so eine Kiste. Oder war es da oben? Oder da drauf? Ich weiß es doch auch nicht. Oder da oben? Da? Ich glaube, das war da, ne? Ich glaube, hier irgendwie war das, oder? War das hier? Irgendwo? Och man. Orientierungssinn. GG. Irgendwo? Ach komm, egal. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Oh. Schießen sind strikt. Was? Linke Maustaste. Oder meint sie das? Ja, da. Oh, lol. Kletter mal runter, Lara. Ach, lass dich mal fallen. Lass dich fallen. Okay, lass dich nicht fallen. Wo zur Hölle sind wir denn hier bitte gelandet? What? What? Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? What? Wo zur Hölle sind wir hier? Kann ich hier? Ja, ich kann hier wieder hoch, okay. Unbekanntes Gebiet, optionales Grab. Klingt nach ganz schön viel. Ach du Kacke. Ach du Kacke, Alter. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Möglich, ja. Ah, da kann ich hin, okay. Hä? Oh Gott, ey. Eigentlich wollte ich so cool nach unten sliden, sag ich mal. Aber okay. Alter. Zack. Okay. Will ich immer noch nicht runterfallen, um ehrlich zu sein. Nicht unbedingt, nee. Nee, nee. Nee. Eigentlich nicht. Oh je. Alter, wo sind wir hier? Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Alter. Sieht ja alles schon ganz geil aus, ne? Muss ich ja sagen. Laufen wir erstmal den Weg, der irgendwie nach nichts aussieht. Um zu gucken, wo wir hinkommen. Ah, okay. Zack. Ich glaube, das führt uns wieder raus, oder? Führt uns das wieder raus? Oh Mann. Ich weiß es nicht.
Oh Gottchen, ey. Ach Gottchen. Oh Gott. Ach. Okay, wow. Es führt uns wieder raus, okay. Ha. Ha. Okay. Spring! This war not even close. Not even close, würde ich mal sagen. Gehe ich jetzt hoch oder gehe ich hier runter? What? Kann ich nicht weiter runter? Nee. Ah, okay. Ich sehe gerade, ich muss das Wasser irgendwie ablassen. Und dann kann ich da lang. Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Los geht's. Ich will mich hier irgendwie... Okay, warte, ich muss warten, okay. Jetzt! Geht das Wasser wieder hoch? Nein, geht's nicht, okay. Ach du Kacke, ey. Okay, nu? Muss ich da irgendwie... Ja, musste ich, okay. Alter. Junge, ey. Ist das krass. Haben wir? Nein, können wir nicht. Okay, aber wir haben gesaved. Einmal. Das Wasser erodiert alles. Mit dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Alter, Vater. Okay, nein, ich gehe hier lang. Hopp, hopp. Hier irgendwas? Nicht mal versteckte Sachen? Okay, schade. Dann halt nicht. Okay, sprinte, 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 spring! Oh Gott! Dein Ernst! Ach, komm schon! Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Mann! Finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool. Okay. Was haben wir denn hier so? Na, wir können da unter nicht durchtauchen, okay. Ne, wie wir das mit Shift schneller schwimmen, ne? Stimmt. Okay. Gehen wir mal hier lang. Was heißt gehen? Schwimmen wir mal hier lang. Okay, da ist noch so ein Ölfass oder so. Das muss ich hier hinbringen, wahrscheinlich. C, ne? Ne. Shift? E? Okay. Hey! Hä? Eh aufheben. Ach, ist leer! Oder wie? Das ist leer. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Oder? Ist es leer? Ha! Nice. Schön. So wollte ich das sehen. Okay, können wir erstmal da lang schwimmen? Ja, aber bringt uns das was? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht, ob es der Giftpfeil war, der es zerstört hat, oder unser normaler Pfeil. Also allgemein Pfeil halt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, okay, dann müssen wir jetzt... Erstmal dahin. An der Wand. Der Pegel verändert sich.